Ja, vielen Dank, dass Sie auch noch alle da sind. Wir dachten zum Einstieg, weil doch alle ein bisschen müde sind, machen wir eine kurze Bewegungseinheit. Ich möchte Sie mal kurz bitten, dass Sie alle aufstehen. Und jetzt möchte ich bitten, dass sich alle hinsetzen, die zu Hause kein altes, ungenutztes Mobiltelefon irgendwo rumliegen haben. Dann alle, die vielleicht nur eins rumliegen haben. Und alle, die zwei oder drei rumliegen haben, dürfen sich auch gern setzen. Man sieht schon, die Grundlage, warum es das bundesweite Netzwerk der Handyaktionen gibt, ist, dass würde man alle Mobiltelefone, die in Deutschland in Schubladen rumliegen, aufeinander schichten, hätte man eine Länge von 62.000 Kilometern. Nach neuesten Erhebungen liegen 124 Millionen ungenutzte Mobiltelefone in deutschen Schubladen. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, warum es die Handyaktionen in Deutschland gibt. Und dieses Netzwerk wollen wir uns ein bisschen vorstellen. Also das Netzwerk besteht aus einzelnen Ablegern, die in den Bundesländern agieren. Da sind wir heute auch alle vertreten. Ja, einmal die Handyaktion Bayern. Wir agieren eben auf bayerischer Ebene, sind ein Zusammenschluss von Eine Weltnetzwerk Bayern und Mission Eine Welt. Es ist eine kirchliche Organisation der evangelischen Kirche. Und einmal die Handyaktion Saarland. Also die Handyaktion Saarland hat ein spezielles Konstrukt und das ist eine Kooperation zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Und wir arbeiten ebenso wie Bayern mit einer Weltthemen und entwicklungspolitischen Themen. Nicole Hesse von KTV, Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung. Ich arbeite dort in dem Bildungsprojekt Handy, das Multitalent und seine globalen Folgen. Genau, Lena Becker von Naga IT. Wir produzieren eigentlich eine faire Computermaus, machen aber auch Bildungsarbeit zum Thema Smartphones. Almut Ihling vom WDV. Wir machen auch Bildungsarbeit zum Thema IT und Smartphones hier in Berlin. Und wie ihr schon gesehen habt, in Berlin gibt es noch keine Handyaktion, aber KADE, Naga IT, German Watch und noch ein paar andere. Und wir versuchen, die gerade aufzubauen in Berlin. Und Pflegel Christian, ich bin heute da für die Handyaktion NRW. Ja, was wollen wir eigentlich erreichen als Handyaktion? Wir haben drei Ziele. Einmal natürlich diese Schatzkisten. In jedem Handy ist eine Schatzkiste, weil es sind ganz wertvolle Rohstoffe da drin versteckt, die wieder dem ordentlichen Recycling zuzuführen und eben zu verhindern, dass noch mehr Rohstoffe abgebaut werden müssen. Also Recycling, dann globales Lernen, Bildungsarbeit, Leute denen bewusst zu machen, dass wir nachhaltig konsumieren sollten, auch im digitalen Konsum sozusagen. Und auch noch ganz wichtig, wir arbeiten auch auf der politischen Ebene zusammen. Wir wollen als Netzwerk auch zusammen mit dem AK Rohstoffe zum Beispiel erreichen, die Wirtschaft und auch die Politik und sie mit rohstoffpolitischen Forderungen zum Beispiel auch für die unternehmerische Sorgfaltspflicht, Due Diligence. Also solche Sachen sind uns wichtig und die wollen wir auch in die Öffentlichkeit tragen. Die nächste Aktion wird wahrscheinlich zu den EU-Parlamentswahlen sein, wo wir die Kandidaten und Kandidatinnen dazu befragen, im Hinblick auf Rohstoffstrategie und rohstoffpolitische Forderungen. Und ein wichtiger Punkt ist eben die Bildungsarbeit. Jede Handyaktion hat verschiedene Bildungsmaterialien, digital und analog, die wir jetzt in einem schnellen Durchlauf kurz vorstellen wollen. Wenn da jemand Interesse hat an diesen Bildungsmaterialien, soll er gerne danach auf uns zukommen. Ein wichtiger Punkt ist die Rohstoffkiste. Da sind die einzelnen Materialien, Rohstoffe, die in jedem Handy enthalten sind, zum Anfassen mit Informationen für Schülerinnen und Schüler aufgearbeitet, kann man im Klassenverband ausleihen und damit im Unterricht Bildungsarbeit leisten. Die Hauptarbeit, die wir machen, das ist die Handy Connection. Das ist eine entwicklungspolitische Detektivtour, sozusagen eine Schnitzeljagd, wo die Schülerinnen und Schüler aus der Schule rauskommen
und 5 Stationen finden müssen, die im IT-Bereich, also in der Produktion von IT-Geräten spielen, um sich da reinversetzen zu können. Es gibt einmal als Material zum Ausleihen, wenn man das selber durchführen will. Wir gehen aber auch in Gruppen und Schulen und führen das durch. In dem Projekt Handy, das Multitalent und seine globalen Folgen, konzipieren wir überwiegend analoges Bildungsmaterial und führen Projekttage an Schulen in Berlin und Brandenburg durch, um die Schülerinnen und Schüler für die globalen Folgen der Handynutzung zu sensibilisieren. Und die Bildungsmaterialien sind in einem Handykoffer und man hat auch die Möglichkeit, diesen Handykoffer und die Bildungsmaterialien bei uns auszuleihen und Projekttage oder einzelne Methoden aus dem Koffer auch selbstständig umzusetzen. Genau. Also ich habe jetzt keine extra Folie. Wir bieten Löt-Workshops an, in denen Schülerinnen selber eine Maus löten können und dafür auch so ein bisschen Einblick in die Technik kriegen. Und das lässt sich eben auch gut verbinden mit so einem inhaltlichen Workshop. Genau. Genau, und wir machen eben so Bildungsarbeit und es ist mir gerade eingefallen, dass ich vergessen habe zu sagen, für welche Organisation ich da bin. Also für das Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland, das ist der Dachverband aller Nichtregierungsorganisationen, Initiativen oder einzelner Personen, die sich für eine Weltthemen oder entwicklungspolitischen Themen beschäftigen. Und genau, unsere Schwerpunkt ist Bildungsarbeit und dazu haben wir ein Bildungsmaterial entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal-Institut und mit dem Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam. Und die Zielgruppe ist eher hier, also Lehrerinnen, Bildungsreferentinnen und Multiplikatoren. Und die Ziele ist die Vermittlung von Fachkompetenz für Bildungsaktivitäten im schulischen und nichtschulischen Bereich und die Förderung für Bildung und nachhaltige Entwicklung. Ja, Handyaktion Bayern. Wir haben Bildungskisten, die wir verleihen im großen Stil. Es gibt eine Weltstation in 28 Stück in Bayern. Wir sind ein Flächenstaat. Da sind Weltläden, die Bildungsarbeit machen. Die gehen mit unseren Kisten in Schulen, in Gemeindegruppen, in sämtliche Events. Ich habe auch kurz eins mitgebracht. Das ist jetzt alles noch auf der analogen Basis. Und das sind praktisch Stationen, wo eben die Leute, die da mitmachen, an verschiedenen Stationen selber ausprobieren und erfahren, welche sozialen und ökologischen Problemstellungen es bei der ganzen Produktionskette von Handys gibt und wie man das vielleicht am besten auch sinnvoll lösen könnte. Zusätzlich bauen wir in Bayern momentan noch an einem Konsumkrimi. Der wird eine Mischung aus digitalen und analogen Stationen sein. Die digitale Station ist mit einem Raspberry Pi umgesetzt, sodass wir digitale Bildungsmaterialien anbieten können, ohne aufs Internet angewiesen zu sein. Also der ist so umprogrammiert, dass er einen Hotspot zur Verfügung stellt und die digitalen Medienunterrichtsmaterialien sind dann auf dem Raspberry Pi drauf, sodass wir da kein Problem mit Datenschutz, Internet im Klassenzimmer haben. Und in NRW gibt es zusätzlich noch das Mein-Handy-Spiel. Da wurden in einem Workshop mit Schülerinnen und Schülern wurde eine Minecraft-Welt zu den Folgen des Handykonsums erstellt. Wer da Interesse hat, man kann diese Welt runterladen, die ist frei zugänglich und kann sie spielen und kann sozusagen eine digitale Weltreise machen und die verschiedenen Stationen der Handyproduktion kennenlernen. Falls noch jemand weitere Informationen braucht, wir stellen die Präsentation auch zur Verfügung mit den Links zur jeweiligen Handyaktion. Vielen Dank. Ja. Wer sich noch interessiert, kann gerne noch zu uns kommen. Wir haben alles da und geben gerne Auskunft.
Genau, also vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die, glaube ich, sehr, sehr, sehr wertvolle Arbeit, die ihr alle macht. Also wir haben ja, glaube ich, auf dieser Konferenz schon sehr, sehr oft gehört, wie wichtig die Bildungsarbeit ist im Zuge der Digitalisierung und dass gerade sozusagen bei den jungen Menschen das Bewusstsein gefördert werden muss, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen, ja, finde ich das ganz toll, was ihr macht und kann eigentlich auch nur alle ermuntern, sich dem anzuschließen oder wenn sie irgendwie im Bildungsbereich, wenn jemand im Bildungsbereich tätig ist, genau, diese Materialien auch zu nutzen. Wir haben jetzt leider keine Fragen mehr, keine Zeit mehr für Fragen und Antworten, aber ich denke, man kann sich auch individuell austauschen. Ja, ich danke allen nochmal für die spannenden Vorträge. Ich glaube, das war sehr vielfältig, was wir heute gehört haben und würde einfach gern zum Abschluss gern nochmal ein paar organisatorische Hinweise geben. Also es gibt da jetzt noch einmal diese Abschlussveranstaltung und dann wäre es total super, wenn einige sich noch bereit erklären würden, ein bisschen beim Abbau zu helfen, denn viele Hände schaffen schnell ein Ende, das wisst ihr ja alle. Also wenn wir das irgendwie versuchen, in mehrere Hände zu verteilen, dann geht es, glaube ich, einfach wesentlich schneller und die Organisatoren und Helferinnen der Konferenz haben sich da, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Arbeit mitgemacht und es wäre natürlich total super, wenn die eine oder der andere da noch mithelfen würde. Und es liegt am Infostand auch eine To-Do-Liste aus, wo man sich eintragen kann und sich dann einfach nochmal ein paar verschiedene Aufgaben vielleicht noch übernehmen würde. Das wäre total super. Ansonsten, ja, vielen Dank euch allen.